Ja, zunächst möchte ich mich auch bei dem Veranstalter bedanken, dass er, obwohl er selbst noch nie auf einer Demonstration gewesen ist, wie er sagt, die Initiative ergriffen hat und uns alle hierher heute gerufen hat. Wie Sie gehört haben, bin ich Pirat, aber ich bin weder Nerd, noch bin ich Geheimdienstexperte. Prison, Tempora, Wanzen, BDA, VDS, BND, wer behält da eigentlich noch den Überblick? Was mir bei einer Diskussion auffällt, ist eine häufig mangelnde Differenzierung. Und zunächst müssen wir, meiner Meinung nach, zwischen Spionage und Massenüberwachung unterscheiden. Dass die Amerikaner, Europäer und insbesondere Deutschland wie einen Feind behandeln und politische Spionage betreiben, ist eine Sache. Unsere Politik empört sich zu Recht darüber, von den Amerikanern ausspioniert zu werden. Allerdings neu ist diese Erkenntnis ja nicht. Und so wusste auch der BND sehr genau, dass er von den Amerikanern überwacht wird und hat das selbstverständlich seinen jeweiligen Dienstherrn gemeldet. Das Ausmaß und die Details, die aktuell öffentlich geworden sind, müssen natürlich diplomatisch und zu politischem Handeln vorwiegend auf EU-Ebene führen. Politische Spionage, also abgehörte Telefonate, verwanzte diplomatische Vertretungen, sogar abgehörte Delegationen auf Gipfeltreffen sind ein spannendes Thema, für mich aber aktuell nicht das Zentrale. Dass großflächig Wirtschaftsspionage betrieben wird, während gleichzeitig über Freihandelszonen verhandelt wird, ist der nächste Aspekt der aktuellen Enthüllung. Und mal nebenbei, wo bleibt eigentlich der Protest der Wirtschaft? Diese Spionage hat eindeutig nichts mit Terrorbekämpfung zu tun. Auch die Aufgabenbeschreibung des britischen Geheimdienstes beinhaltet die Wirtschaftsspionage. Etwas grundsätzlich anderes als Spionage ist aber die Massenüberwachung. Hier ist jeder direkt betroffen, weil jeder überwacht wird. Selbst wer nicht einmal einen Internetanschluss besitzt, wird über das Internet überwacht. Denn seine Daten wie Kontodaten, Arztunterlagen, Steuerunterlagen werden alle durch das Netz geschoben. Selbstverständlich wird nicht alles direkt von Menschen gelesen, aber von Maschinen durchsucht. Alles, was verschlüsselt wird, wird grundsätzlich aufbewahrt, in der Hoffnung, in 10 bis 15 Jahren die Verschlüsselung knacken zu können. Wir alle werden zu Verdächtigen erklärt. Wer gezielt versucht, irgendetwas vertraulich zu behandeln, ist erst recht verdächtig. Es gibt kein realistisches Entkommen, das muss uns klar sein. Verschlüsselung gegen Überwachung durch Geheimdienste ist lediglich eine Notwehrmaßnahme. Deshalb muss die politische Forderung selbstverständlich lauten: Schluss mit Massenüberwachung, Stop Prison, Stop Tempora, keine Vorratsdatenspeicherung, keine Bestandsdatenauskunft. Gesetzen und der Verfassung einwandfrei zu arbeiten, erklärt die Kanzlerin. Sorry, das erklärt nicht die Kanzlerin, das erklärt Erich Mielke zur Totalüberwachung durch die Stasi. Die Kanzlerin hält ja den Vergleich mit der Stasi für unangemessen und für eine Verharmlosung der DDR und hat angeblich von gar nichts gewusst. Das ist natürlich beides völliger Unsinn. Es geht um die totale Überwachung des privaten und öffentlichen Lebens. Von einem Unrechtsstaat wie der DDR erwarten wir auch nichts anderes. Von demokratischen Rechtsstaaten können wir allerdings
einen anderen Umgang mit ihrer eigenen Bevölkerung erwarten. Hallo Lutz, das Gegenteil ist der Fall. Die heutigen Möglichkeiten zur Überwachung waren der feuchte Traum der Stasi. Allein die gesammelte Datenmenge der NSA übertrifft die der Stasi um den Faktor 6,5 Millionen. Allein das englische Programm Tempora überwacht 650 Millionen Telefonverbindungen pro Tag. Das sind unglaubliche, für uns schier unvorstellbare Datenmengen. Und auch heute wird behauptet, nach Recht und Gesetz zu handeln. Für Geheimdienste gibt es aber in den USA Geheimgesetze und Geheimgerichte. Mit den Partnern, also den englischsprachigen Geheimdiensten aus England, Kanada, Australien und Neuseeland, gibt es Geheimverträge, zur Zusammenarbeit geschlossen wurden. Der BND ist hier Juniorpartner. Das weiß und wusste auch unsere Regierung. Unsere Regierung, voran die Chefin Kanzlerin Merkel, will versuchen, sich aus der Schusslinie der öffentlichen Empörung zu bringen. Niemand will irgendetwas gewusst haben. Sorry, aber auch ohne Godwin's Law zu bemühen, das haben wir schon mal gehört. Für die Koordinierung der Geheimdienste gäbe es einen eigenen Mitarbeiter im Kanzleramt. Dies ist die Begründung der Kanzlerin, warum sie persönlich nichts gewusst haben will. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, Freunde. Entweder die Kanzlerin hat nichts gewusst, das heißt, sie ist unfähig und diskreditiert sich gerade selbst. Oder aber sie lügt uns allen frech mitten ins Gesicht. Mehr freue ich mich heute, gemeinsam mit Mitgliedern einer Regierungspartei demonstrieren zu dürfen gegen Massenüberwachung. Denn die werden ja hoffentlich bei ihren Parteifreunden wie dem Außenminister, dem Vizekanzler, besonders kritisch nachfragen, was sie denn wirklich gewusst haben. Ein kleines Zitat. Besprengungen sind inzwischen so zahlreich, dass es ein Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Post- und Fernmeldegeheimnisses nicht mehr gibt. 1968 änderte die Große Koalition Artikel 10 folgenschwer ab. Ein Zusatz sieht vor, dass die überwachten Personen nicht das Recht haben, informiert zu werden. Zudem wird der Rechtsweg ausgeschlossen. Mit der Ausschaltung der Gewaltenteilung wurde ein verfassungswidriges Prinzip in die Verfassung geschrieben. Das ist eine der schlimmsten Beschädigungen des Grundgesetzes. Die heutige Fassung stellt den Grundrechtsgedanken unseres Staatsverständnisses auf den Kopf. Der Staat hat die Bürger und seine Grundrechte zu schützen und nicht diejenigen, die es verletzen. Er hat die Grundrechte zu gewährleisten und nicht zu gewähren. Das sagt der Historiker Josef Poschepot. Ein Rechtsstaat ist kein Rechtsstaat, nur weil er sich so nennt. Deshalb fordern wir zunächst politisches Asyl und Schutz für Whistleblower. Alle Fakten müssen offengelegt werden. Ein Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments muss gemäß Artikel 185 der Geschäftsordnung folgende Fragen klären. Welches waren die wahren Möglichkeiten von PRISM? Welche Datenströme und Datenquellen nutzt es? Welche Verwaltungseinrichtungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten hatten Informationen oder Zugang zu PRISM und gleichwertigen Programmen oder den Daten aus diesen? Inwiefern wurde die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die Datenschutzrichtlinie für die elektronische Kommunikation oder andere EU-Gesetze verletzt?
den europäischen Datenschutzstaaten. Daten von Bürgern der Europäischen Union dürfen nicht wissentlich von fremden Geheimdienstorganisationen ausspioniert werden. Auch nicht von den Engländern. Richtig. Und nicht von Israel. Viertens, ein internationales Abkommen zur Freiheit des Internets. Fünftens, Software zum Schutz der Privatsphäre müssen gefördert werden. Sechstens, ein europäisches PRISM ist zu verhindern. Und zum Schluss, siebtens, wir brauchen Abrüstungsverhandlungen. Wir brauchen analog zum Wettrüsten des Kalten Krieges Abrüstungsverhandlungen über die Überwachung und eine Ächtung verdachtsunabhängiger, anlassloser Massenüberwachung. Deshalb. Schluss mit Massenüberwachung, Stop Prison, Stop Tempora, keine Vorratsdatenspeicherung, keine Bestandsdatenauskunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.